Moin, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Es ist zwar schon relativ spät am Abend, aber wir werden jetzt nochmal losziehen und ein paar Steine kloppen, ein bisschen Holz hacken. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich, ich hoffe das zumindest, den Platz in Augenschein nehmen, wo wir die Blutmondnacht die erste verbringen werden. Ich habe nämlich eine Idee und zwar laufe ich direkt drauf zu. Direkt vor meiner Nase sind doch diese komischen Abbruchhäuser hier. Und ich denke, dass wir da eigentlich super die erste Blutmondnacht drauf verbringen können. Das werden wir uns gleich mal angucken, aber zuerst geht's ab Steine kloppen. Das ist hier ein bisschen wie im Knast. Aber langsam habe ich auch keine Lust mehr, immer so rechtzeitig zu Hause zu sein und die ganze Nacht da oben rumzustehen. Ich werde das vielleicht diese Nacht nochmal machen. Aber eigentlich glaube ich, dass ich, wenn ich da nicht gerade was rumzusortieren habe oder am Kochen bin oder so, eigentlich glaube ich, dass ich die nächsten Nächte unterwegs sein werde. Also das ist mir irgendwie, ich komme ja gar nicht vorwärts so. Ihr wisst ja, das muss hier ein bisschen zackig gehen. Ich bin hochmotiviert. Und außerdem haben wir eine Menge zu tun. Ich kann irgendwie gar nicht so viel auf einmal machen, was ich alles machen will. Irgendwie sind die Tage immer zu kurz. Das ist ja echt wie im wahren Leben, ne? Irgendwie sind die Tage immer zu kurz. Ja, Diggi ist noch einigermaßen gut ausgerüstet. Ausdauertechnisch sollte das erstmal noch passen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie lange der Malus da noch dauert. Der kleine gelbe Sensenmann. Aber ich hoffe, dass wir den relativ fix bald wieder los sind. Der behindert ja doch so ein bisschen, ne? Also das ist ja schon, eigentlich ist das echt super gemacht. Also ich finde, das ist schon eine gerechte Strafe, wenn man öfter mal stirbt, dass man dann einen Druff kriegt. Das finde ich schon, finde ich angemessen. Auch das ist wieder eine gute Sache. Das kannte ich, glaube ich, aus der A16 noch nicht. Berichtigt mich, wenn es da auch schon war. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Aber auch das finde ich echt super. So, das klopfen wir jetzt hier nochmal zu Ende. Und Mann, ihm geht die Puste schon wieder aus. Und dann gehe ich mir, glaube ich, nochmal die Gebäudegerippe da angucken. Bevor es ganz dunkel wird. Na gut, einen machen wir noch. Wir brauchen ja auch Steine, ne? Ich will nachher ja, wenn wir unsere eigene Base bauen, das soll ja aus Zement sein. Und da brauchen wir natürlich jede Menge Steine, Sand und so. Wir müssen ja Beton machen. Und da kann man eigentlich gar nicht genug Steine klopfen. So, jetzt gehen wir uns das aber trotzdem mal angucken. Oder nehme ich das Bäumchen noch mit? Na komm, den Baum machen wir noch, aber dann. Soll ja keiner sagen, dass wir nicht fleißig sind, ne? Denn was man hier jetzt schon sehen kann, ist, dass bei den Gebäuden da geradeaus, dass die Zwischen-, also die Decken, dass die Decken noch drin sind, zumindest teilweise, also ein kleines Stückchen. Und darauf steht man in der Blutmondnacht eigentlich relativ sicher und muss da gar nicht so viel machen. Man kann trotzdem noch super nach unten zielen und braucht auch keine Angst haben, dass die einem irgendwas kaputt machen, weil ist ja eh wurscht, ist ja nicht unser. Sieht ja schon etwas marode aus, ne? So, boom. Ja, ich würde sagen, dann werfen wir doch mal einen Blick. Und gucken uns das Ganze mal an. Ich war da ja nur schon mal drin. Und ich meine mich zu erinnern, dass da noch Decken eingezogen waren teilweise.
Ja, und da sieht man das auch schon. Der ganze Rand ist noch da. Das ist perfekt. Das ist super. Und direkt vor meiner Nase. Und ich habe mich nicht dran erinnert. Bei der Gelegenheit mache ich noch mal ein bisschen Metall. So, hier kommen wir hoch. Hier kommen dann allerdings auch die Zombies hoch. Das ist natürlich nicht so günstig. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen sauber machen. So, wie sieht's denn aus hier? Guck mal da hinten. Das ist doch eine Lücke. Da können die nicht rüberspringen, aber ich kann mich rüberbauen. Ja, das ist es. Super, das Gebäude ist ausgesucht. Perfekt. Ja, das finde ich gut. Und wenn wir die Nacht überstanden haben, dann haben wir hoffentlich auch so viel zusammengefarmt an Steinen und was wir alles so brauchen, dass wir dann uns dran machen können, unsere eigene Base zu bauen. Da habe ich auch schon eine Idee. Keine Ahnung, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Früher lief das ganz gut, aber ich habe es noch ein bisschen abgewandelt. Und da bin ich natürlich erst recht gespannt drauf, ne? Aber gut, erst mal eins nach dem anderen. Wo? Jetzt muss ich hier mal gucken. Wo? Naja, ich baue mal erstmal hier wild rum. So, den Übergang hätten wir. Dann laufe ich mal da hinten wieder rauf. Und dann können wir auch die Hälfte wieder abnehmen. Und dann gehe ich mal gucken. Da drüben liegen auch noch so einige Sachen. Ja, und das Holzgerüst, das nehmen wir dann nachher wieder ab, wenn die Zombies kommen. Und dann sind wir sicher hier oben. Coole Sache. Den Tresor würde ich gerne mitnehmen. Der macht bloß da unten Lärm. Oh Mensch, meine Spitzhacke geht zur Neige. Na, das wird wohl nicht ganz klappen. Aber ich baller da jetzt erstmal drauf rum. Die machen wir jetzt nochmal. Die machen wir nochmal alle, die Spitzhacke jetzt. Mann, nun mach mal nicht so einen Lärm hier. Ganz gechillt, Kleiner. Ja, langsam wird es auch schon dunkel. Und da hinten krabbeln die ersten den kleinen Berg hoch. Mal gucken, wie weit die kommen. Ich werde sie nicht weit kommen lassen, sagen wir mal so. Ja, die Spitzhacke ist jetzt alle mit der Axt. Naja, das ist mehr als mühselig, so ein bisschen. Im Zweifel mache ich das dann am nächsten Morgen weiter. Aber ich will jetzt noch mal gucken, was die Zombies da jetzt veranstalten. Ich glaube, die mache ich noch mal alle platt, bevor wir nach Hause gehen wieder, ne? Ja, da haut er gleich wieder ab, du. So, jetzt sehen wir auch was. Ja, die marschieren brav auf meine Brücke zu. Und wenn ich die einmal anhitte, springen sie alle runter. Soll mir recht sein, ne? Ja, und so ähnlich soll es dann auch in der Blutmondnacht laufen. Das sieht doch ganz gut aus, finde ich. Ich stelle da überall dann zur Blutmondnacht noch Fackeln auf, damit wir ordentlich was sehen können. Und dann sollen die doch einfach mal in ihr Verderben laufen, ne? Okay, wenn die direkt unter mir sind, dann ist natürlich schwer, die zu treffen. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher gar nicht bis, naja, schwer halt möglich. Aber auch da wird uns irgendwas einfallen. Mann, machen die einen Lärm.
Okay, dann lasse ich den Tresor mal Tresor sein. Den machen wir am nächsten Tag weiter. So, hier ist freie Bahn. Dann kommt man nochmal her, Jungs. Dann wollen wir uns nochmal verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ach, Diggi. Hol Luft und schlag nochmal ordentlich zu. So. Ja. So, und es ist 22 Uhr. Na, oh, leck. So, da haben wir sie. Da haben wir sie alle über den Jordan geschickt. Dann geht's jetzt ab nach Hause. Ich freue mich, dass wir so ein tolles Etablissement gefunden haben, auf dem wir dann in der siebten Nacht residieren können. Und ich glaube, ich werde mich jetzt mal von außen hier hochbauen, einfach weil mir das auf den Keks geht, dass jedes Mal ein Rahmen kaputt geht, wenn ich das von innen mache. Das sollte ich mir eigentlich auch mal angewöhnen. Finde ich so. Geht ja auch, ne? Ja, okay. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Naja, jede Menge irgendwas. Nichts Aufregendes. Das sortieren wir eben nochmal schnell ein. Und dann versuche ich mal die Spitzhacke zu reparieren. Das ist gut. Ja, und dann denke ich, machen wir uns jetzt noch ein bisschen was zu essen, ne? Wo wir schon mal dabei sind. Ach so, ich sollte eigentlich für Tee noch mal ein paar Sachen sammeln, ne? Das muss ich mal auf den Einkaufszettel schreiben. So ein bisschen Golden Rod und so kann ja nie schaden. Dann machen wir erstmal Schinkenspeck mit Eiern. Gebackene Kartoffel ist immer gut, der Quark ist leider aus. Ja, der Rest kommt da wieder rein. Naja, Durst hat er jetzt. Dann soll er auch was kriegen. Das können wir gleich mal essen. Diggi hat's nötig. Ja, jetzt sieht das gut aus. So, und dann haben wir jetzt wieder 4 Punkte. Was nehmen wir? Was skillen wir denn jetzt? Ich würde gerne noch mehr tragen können, ohne überladen zu sein, glaube ich. Und ja, vielleicht stärke ich auch den Knüppel nochmal. Ich muss mal gucken. Ja, das ist natürlich ja den Headshot. Den könnte ich doch eigentlich auch noch mal so ein bisschen auf Vordermann bringen. Also den Skullcrusher meine ich hier, ne? Damit hatten wir schon angefangen, genau. Und da machen wir jetzt Nägel mit Köpfen. 3 Punkte haben wir noch zu vergeben. Auf jeden Fall möchte ich mehr tragen können. Das ist echt wichtig. Offensichtlich muss ich jetzt einen Stärkepunkt noch dazu kaufen.
Und jetzt sollte es genau hier auch gehen. Okay, und dann sind die ganzen Punkte leider schon wieder weg. Aber ich finde mal ganz ehrlich, das sieht doch schon viel besser aus. So von wegen Überlastung und so. Und ich denke, das war's dann auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Tschüss!